Und Tete Wete, meine lieben Leute. Ja, es wundert euch bestimmt, dass ich es doch wieder tue. Und zwar ein kleines Let's Show von Banana Boat City, also meine vom Server erstellte Stadt. BZW habe ich heute vor, euch mal den Rest der Welt zu zeigen, da wir das letzte Mal ja nicht dazu kamen. Das lag aber auch daran, dass einfach, es ist zu viel. Es ist einfach viel zu viel. Das schafft man gar nicht in einer Folge. Und wir hatten ja schon eine Stunde aufgenommen. Deswegen versuche ich jetzt mal in dieser Folge, oh, das ruckelt ganz schön, einfach mal einen neuen Start, euch mal den Rest der Welt zu zeigen. Ein Bananaboot habe ich euch ja schon gezeigt. Alter, das ruckelt aber ganz schön. Und ich habe jetzt gar nicht so in den Einstellungen geschaut, was ich hier alles so gemacht habe. Okay, es geht. Ich glaube, es liegt aber durch meine FPS-Einstellung, die ich gemacht habe. Moment. Warte. Nicht vorbereitet, wie immer. Was kann man denn hier alles machen? Das ist übrigens schon ein sehr höher, ein etwas höherer Patch. Ah, die Bildrate müssen wir, glaube ich, müssen. So. So. Läuft es jetzt besser? Ich weiß es nicht. Läuft da nicht genauso schlimm, oder? Wir haben es gerade Nacht. Und da ist meine große Truhe. Ich glaube, da muss ich erstmal dran gewöhnen, weil ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr reingeschaut in Minecraft. Beziehungsweise auf dem Server. Oh, guck mal da, da ist der Big Ben. Ist, vor allem sehr schön gemacht in der Nacht, finde ich. So, und jetzt gehen wir mal zum Bahnhof. Denn da, das habe ich euch die letzte Folge nicht gezeigt, das ist unser Bahnhof. Und hier, von hier aus kommt man wirklich von A nach B und nach C. Und hier haben wir genau diese Fahrzeiten, habe ich damals sogar gemessen, wie lange man braucht. Von hier aus brauchen wir zum Beispiel eine Minute und 16. Nach Creeper Mine sind es 58 Sekunden, nach Dead End sind es 1 Minute und 24. Und nach Otherworld sind es ganze 2 Minuten 49. Das liegt daran, dass Otherworld außerhalb des Alpha-Gebietes liegt, heißt, es ist Neuland. Und ja, oh, schickes Bild. Hier geht's nach Otherworld. Otherworld war sehr interessant, weil wir da immer die neuen Sachen hergekriegt haben, wie zum Beispiel neue Pflanzenarten und alles. Das gab's ja in der Alpha-Welt noch alles gar nicht. So, dann gehen wir mal auf in die Loren und zeige ich euch erstmal Creeper Mine, wo wir unsere ganze Kohle herkriegen. So, jetzt. Yeah. Und los geht's es. So, und dann könnt ihr natürlich auch die Tunnelsysteme mal wieder sehen. Ach, die habe ich ja noch gar nicht gezeigt, war. Dazu kam ich ja auch noch nicht. Die Tunnel habe ich natürlich auch eigenhändig präpariert. Teilweise ein bisschen verkleidet, wie man sieht. Da denkt man, da fährt man durch den Zirkus. Ja, das habe ich alles selbst gemacht. Und das war, glaube ich, Creeper Mine war so mit die erste Stadt, die ich nach Banana Boat aufgebaut habe. Also in Netherwale sind wir ja nach Banana Boat gezogen und nach Banana Boat habe ich dann hier Creeper Mine entdeckt. Von da aus habe ich dann die ganzen, ja, ganzen Kohlewerke aufgebraucht, bis ich dann weitere Minen gefunden habe. So, und da sind wir, glaube ich, auch schon. Ja, wir kommen jetzt langsam, wir fahren jetzt gerade schon durch die ganzen Minen. Und da wurden wir angehalten. Moment, wie steigt man aus? So steigt man aus, okay. So, hier auch wieder mit so einem Kart-Entferner. So, Creeper Mine. Dann schauen wir uns mal die Stadt an. Hier läuft es etwas flüssiger. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass man hier weniger laden muss. Hier ein großer Creeper-Kopf, den ich damals gebastelt habe als Markenzeichen für die Minen. So, und hier sind die Minen. Also es ist im Grunde eigentlich eine Stadt, die unterirdisch ist. Und hier wird eigentlich nur gearbeitet. Hier haben wir ein kleines Bett. Hier ist das Lager, glaube ich. Was ist das Lager? Achso, das Lager ist das hier, wo wir gerade sind. Achso, das ist ja schon das Lager. Ah, schon. Stimmt. Das war schon wieder so lange her. Hier, Kohle, Eisen, Gold hatten wir, glaube ich, auch gefarmt. Wo kommt man hier runter? Muss ich nochmal gucken. Monsterhöhle, Kontrollraum ist hier. Ich weiß nicht, ist die Musik ein bisschen zu leise? Ich weiß nicht. Warte mal, ich stelle mal die Musik ein bisschen lauter. Mach das jetzt mal alles so einfach mal instant. So, dass wir, ja, sorry, wie gesagt, ich mache das jetzt einfach alles so. Ich habe jetzt nicht vorbereitet, ich dachte, ich werfe einfach mal die Maschine an
und mache hier so eine Art Sonderfolge. Hier ist das Bergwerk. Quasi die alten Gleisen sind hier noch. Die sind ja teilweise nicht mehr benutzt. Und man sieht hier überall noch Kohle. Überall Kohle. Wo man nur hinschaut. So, was haben wir hier? Das sind die alten Kohlewerke sind hier. Teilweise aber auch schon abgebaut. Habe ich hier, sieht man noch alten Cobblestone, den ich dafür hingelegt habe. Oder ist das Kies? Das ist, glaube ich, Kies, oder? Ja, es ist Kies, man hört's. Also hier sind auch überall noch Kohlestände. Wir haben nicht alles weggekriegt. Man braucht wirklich eine lange Zeit, hier wirklich alles abzufahren, weil die Minen riesig sind. Riesig unterirdisch. So, was haben wir hier? Hier haben wir die ganzen Minensysteme. Da hinten ist der Kontrollraum. Hier geht's, glaube ich, auch nochmal runter. Teilweise habe ich ja hier diesen Kontrollraum eingebaut, damit man die Kohle ein bisschen besser von A nach B transportieren kann. Kohleöffnung, stimmt. Hier haben wir damals die Kohle reingeschmissen. Also quasi, hier hat man eine Kohleöffnung. Hier kann man dann die Kohle reinlegen. Ja, es ist sogar noch was drin, sehe ich gerade. Ja, da kann man die Kohle... Hier sind auch noch übelst viele Kohlestellen und Kohleblöcke. Und hier haben wir sogar ganze Kisten voll mit Kohle, Rohkohle. So, Moment, gehen wir mal hier lang. Ich muss mich gerade wieder ein bisschen reinfinden. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. So, was haben wir hier? Hier geht's, glaube ich, wieder in den Schacht. Was ist hier? Hier ist auch noch nur... Ach so, hier habe ich, glaube ich, die letzte Kohleader aufbrauchen wollen. Was ist hier oben? Muss man selbst gerade gucken. Ah, okay. Ach so, da kommt man hier drüber. Hier unten sind wir durchgefahren, um nach Creeper Mine zu kommen. Hier sind nämlich auch noch mal Kohlestellen. Das war ja vorher, war das ja alles nur ein Gang, eine große Öffnung. Und dann habe ich hier die Gleise gebaut. Und um Monster vor dem Tunnel zu schützen, habe ich dann hier alles eingezäunt. Ich gehe nochmal zurück. Ich will nochmal zum Kontrollraum. Ich will euch das mal zeigen. Ich weiß ja, wie gesagt, nicht, ob ich das gleich so hinkriege. Was ist denn das hier? Ist ja auch nochmal ein Minensystem. Warte mal, gibt es vielleicht hier eine Öffnung, wo man rein kann? Ne, hier ist nur ein Licht. Da kommt man nicht lang. Was haben wir denn hier unten? Kommt man hier rein? Ne, kommt man nicht, schade. Übrigens wieder meine alte Klonk-Playlist noch im Hintergrund offen. Oh, ich glaube, ich habe mich gerade verlaufen. Moment. Wir machen das anders. Wir gehen jetzt hier nochmal hoch. Warte, kann man schneller... Ach so, man kann ja jetzt rennen. Das war, glaube ich, auch erst mit dem neuen Patch möglich, dass man hier rennen kann. Und es ist Tag. Können wir ein bisschen mehr sehen. Ah, tut es gut. So, hier nochmal der Creeper-Kopf. Sieht in der Tag natürlich ein bisschen anders aus. Hier ist sogar noch eine alte Mine, glaube ich, gewesen. Da hinten sind, glaube ich, auch noch alte Minen. Und das ist sogar der Weg, der Fußweg nach Banana Boat. Also man kann, wir sind damals ja noch gelaufen. Und wenn man den Weg folgt, kommt man auch nach Banana Boat zurück. Quasi, wenn man hier den normalen, regulären Weg nimmt nach Creeper Mine, sieht das dann etwa so aus. So, jetzt labere ich natürlich, zeige weniger. Es gibt einfach zu viel zu sehen, Leute. Es gibt einfach viel zu viel zu sehen. Dann gehen wir mal runter. Hier habe ich nämlich auch eine kleine Monsterhöhle gemacht. Ein Trainingsort, wo man ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln kann. Ah, hier. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Alles klar. Ausgang. Das habe ich, glaube ich, auch geschildert. Für die Leute, die sich hier mal verlaufen, wie ich mit ich zum Beispiel. Jetzt nochmal in die Minen. Mein Maus bewegt sich viel zu schnell. Ich drehe mich einfach wie so ein Michael Jackson. Einfach mal im Kreis. Haben wir hier Monsterpress. Ah, okay. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir haben hier oben einen Monster-Spawner. Warte mal, kann man den hier mal ein bisschen angucken? Ich glaube, hier oben auch. Genau, hier oben ist nämlich schön dunkel. Und hier ist ein Monster-Spawner. So, seht ja schon, die werden gerade gespawnt. Und fallen dann so sehr weit runter, dass sie nur noch einen einzigen Lebenspunkt haben. So, jetzt hängen die da unten. Und hier kann man, glaube ich, sie sogar mit Pfeile töten. Das ist sehr sadistisch. Moment. Da, seht ihr, wir können sie sogar mit Pfeile schon vorschwächen. So, und wie war das mit der... Wie war das jetzt mit der Presse? Ich glaube, ich muss hier... Achso, ich muss die jetzt treffen. So.
Ah, da kriegt man keine Erfahrung. Stimmt, da kann man nur ihre Gehirne, ihre Fleisch sammeln. Aber man kann sie auch noch schwächen. Ich glaube, man kann hier die Sachen einsammeln. Und hier vorne kann man sie mit dem Schwert angreifen. Und da müssen wir, glaube ich... Na gut, jetzt greifen sie mich ja nicht an. So. So, jetzt sind die Sachen hier vorne. Und jetzt kann man hier vorgehen. Und man kriegt alle Erfahrungspunkte. So war das, glaube ich, damals gedacht gewesen. Ich glaube, das früher hat man noch Erfahrung gekriegt, wenn sie zerquetscht wurden. Also hat schon gereicht, dass sie einfach nur Fallschaden plus Zerquetschung gekriegt haben, haben sie sofort Erfahrungspunkte gegeben. Und die konnte man hier einfach aufsammeln, indem man hier in die Lücke gegangen ist. So war das damals gedacht. So konnte man schön hier warten und sammeln. Tja, und jetzt mittlerweile geht es nicht mehr mit dem Patch. Schade, finde ich. Ah, Creeper Mine. Bergwerk 63452. Ich weiß nicht mehr, was die Zahl bedeutet. Ich weiß nicht, ob das die Kohleeinheit war, die wir brauchten, also die wir bekommen haben. Oder ob das... Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was die Zahl bedeutet, ganz ehrlich. Ich kann mir sonst immer alles merken, aber da... Also ich weiß, ich kenne diese Zahl irgendwo her, aber ich kann sie nicht mehr zuordnen. Zu was auch immer die war. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Kontrollraum. So, wie funktioniert das Ding noch? Ich weiß es gar nicht mehr, ganz ehrlich gesagt. Muss ich hier vielleicht drücken? Oh! Ah, so, verstehe. So, jetzt haben wir hier ein Lore. Jetzt haben wir gerade... Stimmt, mit der Schalte aktiviert die Aushüllung, die wir oben gesehen haben, wo die Kohle, das Kohle drin war, das 10 Kohle oder so. So. Ah, nee, halt, Quatsch, das ist eine leere Lore gewesen. Wir haben jetzt eine leere Lore gerufen, die ist jetzt hier. Und da oben ist der Trichter. Und jetzt können wir hier... glaube ich... Oh, ich hoffe, ich mache jetzt nichts Falsches. Wir können jetzt, glaube ich, jetzt hier den Trichter aktivieren. Nein! Verdammt, jetzt habe ich es falsch gemacht. Das war der falsche Knopf. Hier muss man normalerweise zuerst drücken. Dann fällt nämlich Kohle aus dem Trichter in die Lore rein. Hier. Oh. Oder haben wir das schon gemacht? Das war nur ein Lichtschalter, oder wie? Was war das? Ach, ach so, das war der Kohlespender. Okay, jetzt liegt hier Kohle rum. So, und damit kann man die Lore befreien, glaube ich. So, jetzt ist die müsste die Lore unten im Bearbeitungsraum sein. Ach, sorry Leute, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Aber es war eine coole Erfindung, die ich damals hatte. Da ist sie. So, jetzt gucken wir mal hier rein. 2 Kohle sind noch da drinne. Also der hat nicht alles gekriegt. Der hat nicht die ganze 10 Kohle bekommen, wie ich geplant habe. So, und hier haben wir natürlich auch gleich Öfen. Hier kann man sie gleich schmelzen. Und aus den geschmolzenen, beziehungsweise bearbeiten, hier kann man sie auch nochmal bearbeiten. Hier haben wir Tische, wie ihr seht. Kann man sie weiterschicken nach, ins obere Bereich. So. Zack, weg ist er. So. Hier wird sie nämlich angehalten, so kann sie weiterfahren. Und dann geht sie oben ins Lager und dann kann man sie oben einlagern. So mal als kleinen Test, dass ihr wisst, wie es funktioniert. Halt, verlaufen. Jetzt weiß ich wieder, wieso ich das Schild aktiviert, gemacht habe, Ausgang. So, dann gehen wir mal nach oben. So, und dann müsste sie... Genau, jetzt ist nämlich die Lore hier. Jetzt kann man ja quasi die Kohle nehmen. Und sie wieder auf die Schiene packen. So. Und sie fährt wieder runter in den Bereich. Und hier kann man ja dann die Kohle einlagern. Wie ihr seht, haben wir noch einige Kohleblöcke drin. Also wir haben noch genug Kohle bis zum Abwinken. Das Einzige, was uns seltener ist, ist Eisen. Ja, Eisen haben wir nicht mehr so viel. Weil irgendwie geht das hier in der Welt langsam mal verloren. Also, so, wir gehen jetzt, glaube ich, noch den Weg zu Fuß zurück, damit ihr so den Weg mal hier seht. Und dann gehen wir mal in die nächsten Städte. Keine Zeit verlieren. Ich will nicht wieder eine ganze Stunde aufnehmen. Ja. Ist ja nicht so schlimm, oder? So, laufen wir ein bisschen durch das Wäldchen. Haben wir auch alles gepflastert. Habe ich nicht alleine gemacht. Das hat mir, glaube ich, der gute Raisin. Hat mir damals geholfen, diese Straße hier zu bauen. Und hier kann man schon von Weitem, kann man, glaube ich, ja, den Turm vom Gefängnis sehen. Gefängnisturm vom Direktor. Vom nicht vorhandenen Direktor. Und ein Huhn.
Hier waren, glaube ich, auch noch Minen hier irgendwo. Genau, hier waren, glaube ich, auch noch Minen. Die haben wir, glaube ich, auch schon erkundet. So, ich weiß gar nicht, ob wir reinkommen. Ich glaube, die Türen sind offen, weil die ja solarbetrieben sind. So, hier sieht man schon die schönen, die großen... Der große Eingang. Hier fehlt ein Schild, hier fehlt Banana Boat. Seht ihr, da ist mir gleich was aufgefallen. So, jetzt sind wir wieder hier. Banana Boat City. Ja, ich glaube... Der lädt, der muss so viel laden, deswegen ruckelt es hier ein wenig. Aber es ist auch eine Riesenstadt, also eine Riesenwelt ist das hier. Oh Gott! Der Golem sieht aber seltsam aus. Ja gut, das liegt auch an den Texture Pack, glaube ich. So, hier ist die Riesenbrücke. Das ist das Gefängnis, das kennt ihr ja noch aus der ersten Folge. Hier muss ich eigentlich nichts mehr zeigen. Aber ich muss ja erstmal bis zum Bahnhof kommen. Und ich habe es leider noch nicht geschafft, die mal öffentlich zu machen, also mal diese Welt mal als Download zu setzen, weil ich nicht alle Ja's bekommen habe. Immerhin habe ich die Welt nicht alleine gebaut. Und ich bin nicht so jemand, der einfach Inhalte, wo mehrere mitgewirkt haben, einfach raus ins Internet setzt, wo jeder rankommt. Ich möchte, wie gesagt, da will ich auch vorher die Ja's haben. Okay, jetzt hat sich, glaube ich, wieder beruhigt. Ja, ich glaube, Banana Boat ist mittlerweile so vollgestopft mit Zeug, dass mein Java das gar nicht mehr schafft. Aber bei mir hat Java sowieso immer Probleme. Halt, hier sind wir falsch. Wir müssen hier hinten lang. Hier ist nämlich der Waffenladen. Ich weiß nicht, ob ich den euch schon gezeigt habe in der letzten... In dem letzten Video. Oh, das war glaube ich, falsch, was ich jetzt gemacht habe. Jetzt hätte ich nicht hier reinspringen dürfen. Warte mal, ich bin ja im Admin-Modus. Ich kann doch auch fliegen, oder? Wie fliegt man? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man fliegt. Muss ich dann einen extra Befehl machen oder irgendeine Taste? Warte. Ach so, okay, Leertaste doppelt drücken. Seht ihr, ich bin totaler Noob, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. So, das ist der Waffenladen. So. Wir wollen aber jetzt nicht Banana Boat weiter erkunden. Wir haben jetzt genug Banana Boat gehabt. Wir gehen jetzt erstmal auf große Touren. Wir müssen jetzt erstmal nach Dead End. Netherwhale waren wir ja auch schon. So. Und los geht's. Hopp. Ab nach Dead End. Wo sich auch das Endportal befindet. So, hier habe ich natürlich nicht sehr viel gemacht. Ich wollte hier eigentlich auch ein bisschen die Wände verkleiden. Dead End hat, wie gesagt, eine kleine Story. Seit wir haben da versucht, eine Stadt zu bauen. Das Ding, die Stadt wurde ständig von Monstern angegriffen und halb zerstört. Ah, hier habe ich die Wände mal wieder verkleidet, sehe ich gerade. So, und ich glaube, das lag einfach daran, es ist vielleicht einfach nur Pech, wenn man wirklich übers Endportal versucht, eine Stadt zu bauen. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Also wir hatten so viele Monsterscharen in der Stadt gehabt, dass wir sie nicht zu Ende bauen konnten. Und seitdem ist es einfach nur eine angefangene Ruine, die wir dann einfach verwahrlost haben. Zeichen dafür, dass Dead End einfach eine verlassene Stadt ist und auch bleiben wird, weil wir ja das Endportal nur brauchen, um Endstein zu sammeln. Ein bisschen zurückgucken, ob da noch was ist. Ganz schön langer Weg. Da merkt man schon, dass ich da ganz schön lange gegraben habe. Also die Tunnel sind, wie gesagt, entstanden, nachdem wir die Städte gebaut haben. Weil wir mussten ja wissen, wie von wo bis wo wir graben mussten. Da haben wir auch mit Karten arbeiten müssen. So, jetzt seht ihr schon an den Steinformen, dass wir da sind. So, den können wir hier lassen. Dead End. So, das ist der alte Bahnhof. Banana Boat City. Und hier geht's nach Eisgulch. Das ist die nächste Stadt. So. Okay, warte mal. Ich mach mal kurz eine passende Melodie dazu. Ich hoffe, das verträgt sich. Halt, stopp. Das war das Falsche. Er sucht noch. Moment. Hab's gleich. Hab ich das richtig jetzt? Okay. Jetzt. Okay, wie gesagt, das ist Dead End. Und vor allem nachts. Eigentlich müssten hier viele Monster spawnen, aber ich glaube, ich habe die Monster ausgestellt. Ich hoffe, ihr seht noch was in der Aufnahme.
Das war das Warnzeichen der Stadt. Das sollte ein großer Turm werden. Boah, kommt mir gerade ein bisschen wieder unheimlich vor. Es war wirklich lange her, dass wir das hier versucht haben zu bauen. Und wie wir das erste Mal den Enderdrachen besiegt haben. Oh, ein Schwein! Es lebt noch was! Piggy! Piggy? Hey, du Schwein! So, und hier ist die alte Kirche. Also das, was von übrig geblieben ist. Und hier unten, wenn man hier runter geht, kommt man zum Endportal. Quasi zu dem alten Stronghold, wo das Endportal sich befindet. Und die Steine, die wir hier ja benutzt haben, sind ja dieselben Steine aus dem Stronghold. Das war hier, wir waren normales Haus. Ich glaube, mein Haus war da hinten irgendwo. Ja, hier hinten ist es. Es ist am schlimmsten, hat es am schlimmsten erwischt. Ja, da ist ja auch nichts mehr übrig. Da ist gar nichts mehr übrig von meinem alten Haus. Also es ist nicht mehr viel übrig geblieben. Und ich habe das so gelassen, weil es soll auf jeden Fall zeigen dafür, dass man nicht über dem Endportal Städte bauen sollte. So, und jetzt gehen wir nach Eisgalsch. So, los geht's. Und Eisgalsch, sagt der Name schon. Es ist ein Eisgebiet, eine Eisstadt. Die ist entstanden, weil ich mit Mods experimentiert habe. Also ihr müsst euch so vorstellen, das war ein kleines Eiswäldchen gewesen. Und in diesem Eiswäldchen wollte ich mal testweise mal Sprengstoff testen. Wie hoch es durch Mods und wie hoch die Explosionsrate sein kann. Tja, leider war das so hoch eingestellt, dass sich eine riesengroße Schlucht entstanden ist. Ein riesengroßer Krater. Das Wasser, was in diesem Welt, was unterirdisch und so war, was also in diesen Wäldchen durchgeflossen ist, ist dann quasi vereist. Das sah so geil aus, dass ich innerhalb dieser Schlucht, dieses Kraters, eine Stadt gebaut habe. Und unterhalb der Stadt befindet sich ein Eislabyrinth, was ich selbst kreiert habe. Sollte so quasi das nächste Dungeon werden, nach der Schädelhöhle. Was ja dann ein bisschen länger gedauert hat. Deswegen gab es nur den Waldtempel, die Schädelhöhle. Und halt das Eislabyrinth in Eisgalsch. War aber sehr weit entfernt, deswegen, ja, muss jeder für sich selbst wissen, ob er hier hin muss. Wäre aber cool, wenn man die Welt so erbaut und sich vorstellt, man hätte hier einzelne Quests und Aufgaben. Und die Quest sagt, du musst jetzt nach Eisgalsch reisen. Das Doofe ist, dass wir nach Eisgalsch nur den Schienenweg haben und es keinen normalen Weg gibt. So, müssten eigentlich langsam da sein. So, jetzt sind schon die ersten Schneeblöcke. Und ich höre einen Schaf. So. Willkommen in Eisgalsch. Und hier ist auch teilweise, ich glaube, das ist Packeis, oder? Ja, da habe ich, glaube ich, Packeis gestapelt. Das ist hier, das ist alles eigentlich nur gefrorenes Wasser. Es ist alles gefrorenes Wasser. Und man sieht das hier, was hier, wo wir gerade sind, das ist alles durch eine Explosion entstanden. Deswegen sieht das so unordentlich aus. Also mein Mod hat hier eine ganze Stadt erschaffen. Was nicht geplant war. Man sieht auch noch teilweise die Wäldchen. Und einzelne Häuser. So. Hier ist die... Oh! Und natürlich die Bewohner von Eisgalsch. Schneemänner. Du kommst da gar nicht raus. Dein Kopf ist viel zu groß. So, hier ist die Karte. Wir befinden uns hier in der Taverne, was das darstellen soll. Ich glaube, es ist eine Taverne. Guck mir nicht so an. So, hier ist, glaube ich, das Häuschen zum Eislabyrinth. Hier kann man sich, glaube ich, ausruhen. Hier ist der Bahnhof. Mehr gibt es nicht. Also, ihr müsst euch vorstellen, das hier ist alles durch die Explosion entstanden. Und man sieht hier auch noch den alten Fluss, der hier an der Stadt lang ging. Beziehungsweise der ging einmal schräg durch das Wäldchen, das weiß ich noch. Das ist alles vereist. Interessant eigentlich, dass sowas... Jetzt ist er doch rausgekommen. Wo ist er hin?
Hallo? Schneemann? Snowman! Snowman ist weg. Ach Mann. Hier ist noch leichte Fußwege. Deswegen liegt auch Schnee in der Taverne. Hier kann man pennen. Da habe ich, glaube ich, auch mich immer ausruhen müssen, wenn ich mal unterwegs war. Weil immerhin ist es hier auch nicht ungefährlich. So, dann gehen wir mal, glaube ich, kurz mal ins Eislabyrinth. Dann zeige ich euch das mal kurz, bevor wir nach Lapis weiterreisen. Ich entschuldige mich, wie gesagt, für die Ruckeleien. Das liegt einfach daran, dass bei mir das einfach viel zu viel lädt. Die Welt ist einfach viel zu alt. Und Java mag meinen PC anscheinend nicht. So, hier von hier oben kann man es sogar schon sehen. Das Eislabyrinth. Ich kenne nur den Weg nicht mehr genau. Also sehr kompliziert war es nicht. Man sieht ja also den Anfang vom Labyrinth, sieht man von hier oben noch. Den Rest habe ich aber unter der Höhle gelassen, damit man nicht schummeln kann. Damit man sich nicht gleich weiß, welcher Weg wohin führt. Hier ist alles mit Eis beschichtet. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich hier nicht mich gleich am Anfang total zum Obst mache. Ich glaube, ich bin hier richtig. Nee, ich bin hier nicht richtig, okay. Ah, ich habe gleich am Anfang den falschen Weg genommen. Dann war das da drüben wahrscheinlich ohne Sackgasse. Ach Mann! Bin ich blöd oder was? Ich bin irgendwie blöd. Bin ich blöd? Ich bin blöd. Okay, also wir müssen hier lang. So. Oh, ich glaube, ich gehe gleich wieder raus. Nee, ich gehe, glaube ich, wieder zurück. Ich gehe zurück, weil ich habe jetzt hier keine Lust, da mich wirklich zu verlaufen. Weil ich habe das wirklich groß gebaut. Also für die Leute... Vielleicht haue ich es wirklich mal ins Download raus. Und für die Leute, die können dann ihren Spaß hier haben in den Dungeon. Oh, ein Glück, ich komme wieder raus. Ich dachte, jetzt war's das, jetzt kommst du nicht mehr raus. Jetzt musst du nachher noch die irgendwie weg raus teleportieren oder so eine Scheiße. Ich weiß gar nicht die Befehle aus dem Kopf. So, jetzt würde ich sagen, reisen wir nach Lapis. So, hier. Okay, und Lapis ist auch entstanden durch eine lustige Geschichte. Lapis habe ich ja am Anfang des ersten Videos erklärt, das ist eine Wüstenstadt. Diese Wüstenstadt war damals eigentlich eher so ein kleines NPC-Dörfchen gewesen. So, und unter diesen NPC-Dörfchen, was in der Wüste lag, war eine riesengroße Mine mit Lapis, aber massig an Lapis. Und das ist das erste Mal, dass wir so viel Lapis in einer Mine gefunden haben. Natürlich war da auch Kohle und Eisen. Und noch Gold war da viel, aber Lapis war am meisten dort. Und deswegen habe ich die Stadt, die ich dann oben drauf gebaut habe, Lapis genannt. Die NPC-Stadt habe ich, wie gesagt, abgerissen. Natürlich, ohne dass die Dorfbewohner verschwinden. Ich weiß nicht, ob die immer noch da rumwuseln. Und habe dann den Palast gebaut und kleinere Häuser. Es ist eine Riesenstadt geworden. Ich wollte eigentlich auch, dass dort meine nächste große Stadt wird. Banana Boat City wollte ich zum Beispiel in Vergessenheit geraten lassen, weil... Ich wollte, wie gesagt, einen Neuanfang machen in der Welt. Deswegen habe ich dann Lapis gebaut, weil ich sowieso Wüsten mag. So, man sieht, glaube ich, schon die ersten Sandblöcke. Lapis liegt an einem Hafen, also Richtung Ozean liegt Lapis. So, ich glaube, wir sind da. So, Blackstone Village Nord, Water Cage Wall war geplant, Unterwasserstadt zu werden, habe ich aber nie fertig bekommen, weil es einfach zu aufwendig ist. So, hier sind wir in Lapis. Hier ist der Eingang, wie gesagt, habe ich alles bauen müssen, ich habe auch aus den, wie gesagt, das war ein riesengroßer Sandberg, und teilweise sieht man es, glaube ich, noch, warte mal, wir gehen mal hier außen rum. Man sieht noch die Sandberge damals, wo auch die NPC-Stadt drinne war. Die war ja wirklich im Berg drinne, die war nicht auf dem Berg. Ja, hier sieht man noch ein paar Teile vom Sandberg. Habe ich abgebaut und daraus diese Mauer gebaut. Und innerhalb der Mauer habe ich dann die Stadt gebaut.
Warte mal, wir gehen mal auf den Berg, dann kann man die Stadt besser sehen. So. Natürlich in der Nacht wieder ein bisschen besser. Aber hier kann man ein bisschen die Stadt sehen. Also hier ist, wie gesagt, hier unten ist der Eingang, da ist der Bahnhof, da ist mein Hauptpalast. Hier sind so einzelne Läden, die ich hier gebaut habe und NPC-Häuser. Und hier ist direkt der Ozean, was eine Hafenanbindung hat. Das ist Lapis. Also es gibt nicht nur Bananaboot als große Stadt, die man erkunden kann. Man kann hier auch noch eine weitere Welt sehen. Also es war schon wirklich viel Arbeit. Aber das ist ja auch wirklich, wenn man wirklich Minecraft suchtet, dann sollte man auf jeden Fall was draus machen. Gerade so eine Riesenwelt, die man selbst hat. Oh, ich weiß noch, der Fluss war damals offen. Der habe ich ja dann irgendwann mit Glas ausgekleidet, weil jedes Mal sind die Leute, die Dorfbewohner, da ist sogar noch einer, sind reingefallen und ich wusste nicht, wie ich die mal rauskriege. Oh Gott, ihr macht mir Angst. Naja, typisches Wüstenvolk. So, und da habe ich das aus Glas gekleidet, diesen Fluss, damit die Leute nicht mal reinfallen. Aber ich sehe schon, die Leute sind auf jeden Fall alle wach, noch alle wohl auf, die sind nicht verschwunden, das ist sehr schön. So, was haben wir hier? Ja, hier ist der Hafen. Hier kann man auch wieder rausklettern, also keine Sorge. Das fand ich immer am schönsten. So eine Wüste mit Wasser. Ist doch Luxus pur, schön warm. Ich mag gerade warme Gefilde. Und hier ist, wie gesagt, der Hauptpalast. Für den König. Oder den Kaiser oder den Sultan, wie man so sagt. Auch schön mit Lapis dekoriert. So, und da gibt es ja eigentlich nicht mehr viel zu zeigen. Da gibt es noch Blackstone Village. Das sind reine NPC-Dörfer, aber halt riesig, richtig große. Wo ich, glaube ich, die längste und größte Brücke in dieser Welt gebaut habe. Dann gibt es noch Otherworld. Das ist ein kleiner Außenposten. Dann gibt es noch Fire Village oder Firetown. Ich weiß nicht mehr. Es gibt noch eine Stadt, die direkt im Vulkan liegt. Aber da müssten wir weit, weit reisen. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Es ist schon wieder ein bisschen spät. Also ich wollte jetzt keine Stunde aufnehmen. Das soll ja nur... Oh, jetzt fahren wir nach Water Cage. Okay, zeige ich euch kurz mal Water Cage. Befindet sich im Ozean neben Lapis. So, wir sehen schon, wir sind schon unter Wasser. Jetzt sieht es noch ein bisschen tiefer ins Wasser hinein. So. Water Cage. Also Water Cage müsst ihr euch vorstellen, ist wie so ein Bioshock. Aber man kann es halt kaum sehen, weil durch die Texturpatch ist das Wasser nicht so sehr durchsichtig, nur leicht. Aber wir sind hier direkt auf dem Grund des Meeres. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwierig das war, hier zu bauen. Ich musste hier teilweise mit Schildern arbeiten, damit ich immer Luftquellen hatte und Stäbe musste ich setzen. Überlegen, wo es hier hinten lang geht. Ach so, hier konnte man abtauchen. Und dann gab es hier auch, glaube ich, irgendwo einen Unterwassertempel. Das sollte dann das vierte Dungeon werden. Also ihr merkt schon, ich habe hier ein bisschen so auch von Zelda her abgekupfert, das Ganze. Aber mir hat das halt viel Spaß gemacht. Es gibt, glaube ich, auch einzelne kleine Häuser, wo man reingehen kann. Aber es ist halt nicht so geworden, wie ich wollte. Und hier unter Wasserstadt ist natürlich nicht nur im Glas eingekuppelt, wie ich es hier gemacht habe. Okay, gehen wir mal wieder hoch. Dann fahren wir nach Blackstone Village Nord. Dann gucken wir mal, wo wir da auch noch hinkommen. Oh Gott, ey. Also die Fahrten mit der Bahn, da ruckelt schon ein wenig, weil er so viel Texturen auf einmal laden muss. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, was ihr so gerne gebaut habt oder was ihr an einer Stadt bevorzugt. Eine Minecraft-Stadt. Oh Gott. Also, hab ich's kaputt gemacht? Gleise? Gleise. Gut. Schiene. Nee, das muss gerade. So. So muss das sein. Genau.
Aber hier muss man ja überwechseln. Ich habe da, glaube ich, noch keine Möglichkeit gefunden, die Schiene so zu bauen, dass die sich auch bewegen kann. Also in eine oder in die andere Richtung drehen kann. Ich glaube, da gibt es mittlerweile schon mehrere Modifikationen, beziehungsweise schon viele haben schon andere Tricks rausgefunden, wie man das machen kann. Aber ich bin da halt nicht so visiert. Ich habe schon Ewigkeiten nicht bei Minecraft richtig gedattelt. Das ist, wie gesagt, das ist Stand, also dieser Stand hier von Minecraft, von dem Minecraft-Server ist, glaube ich, 2011, 2010, 2009 vielleicht, 2009, 2008. So in die Drehe, sag ich mal. So 2009, 2010 habe ich, glaube ich, das letzte Mal hier was drauf gebaut. Alles anderen waren alles nur Let's Shows. Ich habe hier, wie gesagt, nichts verändert. So, mal sehen. Ich glaube, ich habe hier schon ein paar Höhlen gesehen. Noch kann man die Welt ein bisschen farmen. Da war auch was. Oh, da war eine große Schlucht. Ich glaube, wir sind gleich da. Bei Blackstone Village ist nur das Problem, dass da auch viele Monster rumfliegen. Deswegen darf man da nachts nicht raus. Ah, hier hatte jemand seine Lore vergessen. So, wir sind jetzt aus Lapis gekommen. Netherweg kann man hier wieder zurück. So, wir gehen mal raus. So. Und hier drüben beginnt die größte Brücke, die ich jemals gebaut habe. Die geht bis nach Blackstone Village Süd. Das ist, wie gesagt, der Nordteil. Achtung, nicht bei Nacht rausgehen. Blackstone Village. Und hier sind auch schon ein paar Dorfbewohner. Und ja, der Name der Name von der Stadt ist mir so eingefallen, weil hier riesige Berge aus schwarzen Steinen besteht. Also aus diesen ganz dunklen Steinen. Ich glaube Granit oder so nennt sich das. Das ist auch wieder ein etwas neueres Gebiet. Daher hat die Stadt ihren Namen bekommen. Ist wie gesagt nur so eine NPC-Stadt, ist nichts Besonderes. So, und wenn wir jetzt hier drüber laufen, kommen wir nach Süd, also Blackstone Village Süd. Und ich glaube, hier hinten ist auch Schluss. Hier hinten ist, glaube ich, dann nichts mehr. Aber der Bau hat mir hier sehr viel Spaß gemacht, weil so eine lange und große Brücke habe ich nie gebaut. Erinnert ein wenig ein bisschen an einen anderen Let's Player, der auch eine riesengroße lange Brücke gebaut hat. Aber meine sollte nicht so sein, meine sollte einfach nur eine Verbindungsstraße werden. Und es wird langsam dunkel. Ich glaube, das war's schon. Hier hinten ist es schon. Ist wie gesagt die größte. Da hinten ist schon der Südbereich. Die Südstadt. So. Also so lang, riesig, ewig lang ist sie nicht. Aber ich habe sie halt so gebaut, dass man so von A nach B kommt. Und das ist auch die größte Brücke, die ich dann gebaut habe damit. Habt ihr gesehen, wie lange ich jetzt rennen musste? So, hier genau dasselbe. Blackstone Village Süd. Achtung, nicht bei Nacht rausgehen. Ist übrigens auch cool, wenn man jetzt hier... Stellt euch vor, das ist so eine Fantasy-Welt. Und man muss diese Regel einhalten, weil sonst alle Dorfbewohner reingehen und in ihre Häuser, wie jetzt gerade, die Türen abschließen, du kommst nicht mehr rein. Und die Monster wimmeln draußen rum und bringen... Ja, du stirbst. Ich glaube, ich habe die Monster ausgestellt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Was war denn hier hinten? War hier hinten der Bahnhof? Hier hinten war der Bahnhof, wa? Ja. Ja, hier hinten ist der Bahnhof. Und hier ist auch wieder eine Lore. Hier ist dasselbe Warnschild. Hier können wir wieder zurückfahren. Tja, und ich hatte auch mal vorgehabt, mal die gesamten Tunnel, die es in dieser Welt gibt, mal einzukleinen, dass die mal ein bisschen besser aussehen. Aber ihr habt gesehen, ich habe teilweise damit angefangen und dann habe ich irgendwann die Lust verloren, weil es einfach verdammt große Hürden sind, weil man muss sich überlegen, nimmt man immer nur dieselbe Form von den Tunneln, wie sie aussehen sollen? Lässt man sie vielleicht dann doch so oder ändert es doch ein bisschen ab? Immerhin müssen die auch immer mit Licht versorgt werden. Da, ihr seht ja, wie lange diese Tunnel allein schon sind. Das macht diese Welt einfach nur riesig. Man hat ja auch noch draußen die Wildnis. Man kann ja noch draußen in der Wildnis auch noch rumlaufen und rumfahren. Außerhalb der Städte. Ich habe, glaube ich, in dem Museum von Banana Boat. Warte, wir fahren mal direkt nach Netherweil. So. Banana Boat gibt es
ist ja, wie gesagt, ein Museum und da sind, glaube ich, die Karten von den einzelnen Gebieten drin. Es gab doch noch eine Stadt, fällt mir gerade ein. Konnte man normalerweise von Dead End erreichen, aber ich glaube, da gab es keine Zugverbindung. Es gibt nämlich noch auch noch ein Eisland, also ich weiß gar nicht mehr, wie der Name war. Da sind einzelne Häuser aus Packeis gebaut worden. Und das ist wirklich eine richtige Eisstadt. Nicht so wie Eisgalsch. Eisgalsch ist ja mehr so eine Schlucht innerhalb einer Schneewelt, wo kleinere Häuser sind. Aber naja. So, jetzt sind wir gleich in Netherwale. Ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte euch noch Otherworld zeigen. Aber das fährt sich dann noch ein bisschen lange. Und auf der Fahrt passiert ja nichts. Aber ich kann ja es mal so machen. Ich kann ja mal, nee, das bringt nichts. Nee, das bringt nichts. Vergiss, was ich jetzt denken wollte. So. Müssten ja gleich da sein. Die Zeit habe ich zum Beispiel nicht gemessen. Der Abstand zwischen Blackstone Village Süd, Nord und Netherwale ist. Weil wir sind jetzt quasi einmal im Kreis gefahren. Wir sind jetzt einmal von Banana Boat nach Dead End, von Dead End nach Eisgalsch, von Eisgalsch nach Lapis, von Lapis aus nach Blackstone Village Nord. Von da aus jetzt wieder nach Netherwale. Und ihr seht, die sind schön verbunden, die Städte. So, da sind wir jetzt wieder in Netherwale. Da, wo wir angefangen haben. Und jetzt gehen wir wieder nach Banana Boat City. Da könnt ihr mal die alte Schiene sehen, das damals der alte Weg war. Also hier sind wir quasi sind wir hier lang gelaufen. Also ohne Gleise war das hier damals noch. So, und dann sind wir hier dann rausgegangen und sind dann nach Banana Boat gelaufen. So, und hier sieht man sogar noch die alte Einkleidung, die ich versucht habe. Die hat angefangen, mich zu Ende gebracht. Aber ich habe hier die, wie sagt man, diese Balken habe ich aus Netherstein gebaut. Und damit kündigt sich eigentlich auch schon die Region an, wo man hinfährt. Jetzt ändert sich hier auf einmal diese Balken in normales Holz. Und da weiß man, aha, jetzt geht es nach Banana Boat. Natürlich erstmal durch einen Fluss. Ich glaube, ich mache gleich den Sound aus von der scheiß Lore, die geht einen überhaupt nicht auf den Piss. Okay, wir sind da. So, Netherwale war das. Jetzt kommt Otherworld, letzte Stadt. Aber nicht das letzte, was man hier sehen kann in der Welt. Das meiste werde ich euch nicht verraten, das muss man dann selbst erkunden. Je nachdem, ob ich diese Welt wirklich mal als Download zur Verfügung stelle. Könnt es ja in die Kommentare schreiben. So, hier fahren wir nochmal durch die große Schlucht. Innerhalb der Stadt. Kann man auch innerhalb der Stadt sehen, dieser Glastunnel, durch den man durchfährt. Was war denn das? Ich habe da gerade einen Pfeil auf dem Boden gesehen. Oh! Moment, ich mache mal kurz die Lorenmusik aus. Musikblöcke. Machen wir es mal das ein bisschen leiser. So. Da könnt ihr mich und die Musik ein wenig besser hören. So, nach Otherworld ist das natürlich der längste Weg, weil wir mussten weit reisen, um überhaupt ein neues Gebiet zu finden. Und die Sache ist, wenn man die Grenze zwischen einer normalen, also der normalen Patchwelt und einer neuen Patchwelt trifft, wo neue Elemente eingebaut werden, entsteht eine Art Grenze. Das heißt, die alte Erde wird einfach nur abgeschnitten. Und daran erkennt man, dass man in einer neuen Region gekommen ist. Wir haben, wie gesagt, diese Welt nie resettet. Wir haben sie immer seit Anfang des Patches haben wir sie gespielt. Immer wieder abgegradet und abgedatet. Und was rausgekommen ist, seht ihr. Ah, ich glaube, wir sind gleich draußen. Gleich jetzt in die Oberwelt. Hopp.
Oh, diese lange Fahrt. Und was macht ihr so? Na, jetzt geht's, glaube ich, aufwärts. Da. So, jetzt fahren wir nämlich auf dem Wasser. Auch aus einem Anime ein bisschen gemobbt, diese Idee. Aber ich fand es interessant, deswegen... übrigens hier wieder ein Wasserturm. Ist nicht da, also ich habe mehrere Wassertürme auf der Welt versteckt. Was sich in diesen Wassertürmen befindet... Ja, außer Wasser natürlich. Das verrate ich euch auch nicht, das sollte man auch selbst entdecken. Wie gesagt, es gibt auf der Welt mehrere solcher Wassertürme. Na, Banana Boat ist auch eine. Und hier ist, wie gesagt, die Grenzwelt. Ihr seht schon, hier ist alles wie abgeschnitten. Das liegt daran, dass es ab hier neue Patchwelt ist. Und hier gibt es auch die neuen Pflanzen und alles, die wir besorgt haben für die Stadt. So, jetzt sind wir am Außenposten. Achso, Fire Valley nannte sich die Stadt. Gut, dann reisen wir mal weiter nach Fire Valley. Hopp. So, hat man noch ein bisschen was von Osserwald gesehen. Osserwald sieht eigentlich ganz normal aus, nur dass es halt diese Schwarzfichten gibt. Und Savannen sind hier verfügbar und ganz viele Blumenarten. Vor allem diese Pilzwälder waren ja wirklich in Massen da. So, was haben wir denn da hinten? Ein eingesperrter Fackel. So ein Fire Valley ist ein Vulkan im Grunde. Ein Vulkan, wo eine Stadt in dem Vulkan gebaut wurde. Ich hatte mir sowieso gedacht, ich brauche sowieso noch eine Art Feuerstadt oder sowas, weil Elemente und so. Und deswegen habe ich mir da, bin ich wirklich weit gereist. Deswegen ist sie hinter der Overworld. Hinter der Otherworld. Overworld. Mhm. So, und da sind wir. In Fire Valley. So. Moment, jetzt kann ich den Sound ruhig wieder laut machen. So. Alles klar. So. Also hier müsst ihr auf jeden Fall vorsichtig sein. Dadurch, dass hier so viel Lava ist und so viele Vulkane, kann man hier sehr schnell sterben. Außerdem wird hier Obsidian in Massen hergestellt, wegen diesen ganzen Lavaquellen. Und hier kann man auch, wie gesagt, wohnen und leben. So sieht es hier aus, wie gesagt. Ich weiß gar nicht wo die Stadtkarte ist. Ach, glaube ich, hier im Zentrum, oder? Ich glaube, hier im Zentrum ist die Stadtkarte. Hier ist mich auch oben irgendwie ein, ja, hier ist der Bereich, der Hauptbereich. So, hier ist auch das Lager. So sieht es aus. Hier sind wir. Und hier gibt es, wie gesagt, mehr. Hier ist alles voller Lava durch die ganzen Vulkane, durch die Vulkanaktivitäten. Und hier ist im Grunde auch alles Bergland. Es ist halt nur so, die Berge sind nur so hoch, dass da darauf Schnee entstanden ist. Dadurch sieht das aus, als wäre das eine Schneeregion, dabei ist es aber alles nur Bergregion. Wir sind also komplett im hohen Gebirge hier. Und man kann auch in diese hohen Gebirge hineingehen. Und hier sehen wir meine Obsidian-Quellen, wo man Obsidian abbauen kann. Also hier kann man reichlich Obsidian farmen. Alles kein Problem. Importware von Obsidian aus Fire Valley. So, und mit Fire Valley endet auch meine kleine Let's Show-Welt. Ich denke mal, ich habe soweit alles gezeigt, was ich zeigen wollte. Jetzt habe ich es wirklich geschafft. Mal sehen, wie lange die Aufnahme geht. Ich werde sie nicht schneiden und auf jeden Fall schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ihr könnt euch auch das andere Let's Play nochmal anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Da seht ihr auf jeden Fall Nethervale, das Stadtgebiet, Banana Boat wird dort wirklich gezeigt, genauso wie die Landschaften. So, dann verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns in einem neuen Projekt oder einem neuen Let's Show wieder. Bis dann. Tschüss.